Ja, wir sind hier im Bereich Siedenburg-Borstel auf der B214 in Höhe der Abfahrt Kampen bei einem schweren Verkehrsunfall, wo zwei Kleintransporter, so wie es momentan aussieht, zusammengefahren sind. Ermittlungsarbeiten von der Polizei laufen noch. Die Lage für die ersten Einsatzkräfte war natürlich sehr chaotisch, weil es eben halt eine langgezogene Einsatzstelle war mit zwei Fahrzeugen betroffen, wo in jedem Fahrzeug jemand eingeklemmt war. Also insgesamt waren es fünf, davon sind drei in die umliegenden Krankenhäuser gekommen und zwei nach ärztlicher Behandlung hier vor Ort wieder nach Hause. Die Rettungsarbeiten waren schnell eingeteilt vom Einsatzleiter, sodass man sich entschieden hat, mit dem ersten Fahrzeug anzufangen, sich einen zweiten Rüstsatz zu bestellen, die auch sehr schnell hier vor Ort waren, wo dann eben halt auch schnell das zweite Fahrzeug mit einem Rüstsatz eben halt bedient werden konnte. Und dann wurde noch ein dritter Rüstsatz zur Reserve alarmiert aus dem Landkreis Nienburg.